Im Rahmen des Aktionstags Finanzielle Gesundheit wurde die erste Vorarlberger Filiale der zweite Sparkasse feierlich eröffnet. Es geht darum, Leuten zu helfen, die einfach in Situationen sind, wo sie sich selber nicht mehr helfen können, und da soll die zweite Bank ihren Beitrag leisten können. Das Konto ist grundsätzlich dasselbe. Es wird natürlich dementsprechend unterstützt noch, aber es sind vor allem die Mitarbeitenden, die da tätig sind, weil die sind alle ehrenamtlich tätig. Und es ist der Zugang zum Kunden, dass wir versuchen können, weil wir eben ehrenamtlich tätig sind, die noch besser zu begleiten, noch besser zu betreuen, gerade in ihrer speziellen Situation. Die Kunden und Kundinnen kommen alle von den Sozialorganisationen, also die empfehlen die zweite Sparkasse weiter sozusagen. Dann, wenn Hilfe gebraucht wird, wenn jemand eine Begleitung in seiner Bankverbindung und seinen wirtschaftlichen Verhältnissen braucht, dann braucht es uns. Aktuell gelten 17,5% der österreichischen Bevölkerung als armuts- oder ausgrenzungsgefährdet. Vor diesem Hintergrund haben die Vorarlberger Sparkassen beschlossen, die Voraussetzungen für die Eröffnung einer zweiten Sparkasse in Vorarlberg zu schaffen. Ist total wichtig, eine tolle Ergänzung. Ich meine, die erste Bank hat ja die zweite Sparkasse schon länger eröffnet in allen anderen Bundesländern. Vorarlberg war bis jetzt noch weißer Fleck. Und es ist eine tolle Kooperation, erstens aller Vorarlberger Sparkassen und zweitens so mit vielen Sozialeinrichtungen. Wir haben durch viele herausfordernde Krisen und Gegebenheiten der letzten Jahre wirklich einen großen Bevölkerungsanteil, die einfach mit einer normalen Finanzlage nur mehr zu Gang kommen. Und von der her ist es ja toll, wenn wir ehrenamtliche Mitarbeiter haben, die sich diesen Menschen widmen und im Hintergrund die Sozialeinrichtungen, die Beratung haben. Also ich finde es ein tolles Projekt. Nun, wir haben als Caritas ja umfangreiche Beratungsangebote. Wir haben ja 71 Sozialberatungsstellen mittlerweile in Österreich. Und es ist so noch immer, dass manche Menschen einfach aus diversen Gründen ihre Bankverbindung, ihr Bankkonto verlieren. Das können Trennungen sein, das kann eine Krankheit sein, das kann eine Trennung vielleicht auch aus einer gewaltvollen Beziehung sein. Das heißt, es gibt Schätzungen, 40.000 Menschen in Österreich, die eigentlich keine Bankverbindung haben und alleine auch keine bekommen. Und deshalb ist die zweite Sparkasse so wichtig. Wir in den Sozialberatungsstellen erkennen ja diese Notwendigkeit, vermitteln und kooperieren mit der zweiten Sparkasse. Und da ist unser gemeinsames Ziel jetzt nicht nur eine Bankverbindung, sondern darüber hinaus natürlich, das als Basis zu sehen, wirklich für ein selbstständiges Leben. Und das sehen wir, das gelingt sehr gut, hier wirklich sehr direkt nah am Menschen zu helfen. Die Kundinnen der zweiten Sparkasse werden von Ehrenamtlichen betreut. Was hat die dazu bewegt, bei der zweiten Bank zu arbeiten? Weil ich gern Menschen helfen möchte und es einfach wichtig ist heutzutage, dass man ein Konto hat, das funktioniert, dass man einfach wieder auf die richtige Bank kommt, und das finde ich einfach schön, dass es da eine Bank gibt, die Menschen einfach hilft in der Lage, genau. Ganz im Zeichen der finanziellen Gesundheit hatten Schulklassen die Möglichkeit, sich in einem Workshop im Wirkraum der Caritas weiterzubilden. Um auch in ganz Österreich für mehr finanzielle Bildung zu sorgen, wurde der Flip-to-Go-Bus ins Leben gerufen. In dem umgebauten Doppeldeckerbus findet die Wissensvermittlung in 7 interaktiven Stationen statt, welche ebenfalls von Schulklassen besucht werden können. Gemeinsam soll den Kundinnen die Mittel in die Hand gegeben werden, die ihnen helfen, bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen und die Kontrolle über ihre finanzielle Zukunft zu wahren.